Structures are my best friend. Ja, Structures are my best friends. Und mein Name ist Christian Drastil, Host der Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD.at. In Kooperation mit dem Zertifikate-Forum Austria und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel und Dadat gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikatemarkt in Österreich. In der aktuellen Ausgabe spreche ich mit Monika Kovarova-Simicek von der FH St. Pölten. Sie ist seit Jänner Beiratskollegin im Forum über das Thema Zertifikate und Finfluencer. Und los geht's. Ich beginne dann mit dem Zertifikate-Forum Austria, das dann auch eine Überleitung zu einer deiner Studierenden bringt. Du bist Beiratskollegin jetzt im ZFA. Das haben wir im Jänner, glaube ich, rund um die Zertifikate-Auftaktveranstaltung gemacht, gemeinsam mit dem Christian Scheid, der seit ewig die Juryunterlagen aufbereitet für ein Award. Beirat ZFA. Ich war dabei, als du dich dort vorgestellt hast, aber ist die Entscheidung schon gefallen. Aber ich glaube, es hat viel Applaus gegeben. Wie bist du bis jetzt mit der Zusammenarbeit in diesem ja doch intimen Forum? Wir verraten keine Geheimnisse, aber wie läuft es für dich? Ja, das Jahr hat tatsächlich spannend begonnen. Wir haben seitdem doch einiges zusammen über die Bühne bringen können, was mich außerordentlich freut. Wir haben ein Projekt mit dem Zertifikateforum Austria umsetzen können, auch mit der starken Unterstützung meiner Studierenden, wo es eben um das durchaus schwierige Thema ging, wie Zertifikate am besten an jüngere Anlegerinnen und Anleger kommuniziert werden können, ihnen erklärt werden können, die Aufmerksamkeit für Zertifikate in diese Alterskohorte der jungen Anlegerinnen gesteigert werden kann und wie sich eben derzeit das Zertifikateforum präsentiert und wo es da vielleicht noch ein bisschen Hebel gibt, wie man diese Kommunikation und die Erreichbarkeit verbessern könnte. Da haben wir sehr, sehr spannende Ergebnisse mit den Studierenden erarbeiten können. Und das ist dann darüber hinaus auch im deutschsprachigen Raum sozusagen, hat für Aufmerksamkeit gesorgt in Deutschland, in der Schweiz. Und ja, das nimmt Fahrt auf. Und da spielt auch das Thema Finfluencer eine gewisse Rolle, weil wir uns auch gefragt haben, inwieweit Sie dieses Thema aufgreifen, inwieweit hier auch eine Zusammenarbeit mit Ihnen möglich ist, um dieses Thema ein bisschen zu pushen und natürlich der Austausch mit anderen Beiratsmitgliedern, Kollegen, Kolleginnen, der ist auch für den Studiengang vom großen Vorteil. Jetzt sind ja Zertifikate, die alles können in der Geldanlage, was ja super ist, aber dann auch wieder komplex, weil du, man kann nicht sagen, das ist das Zertifikat, weil jedes Zertifikat ist ja was anderes. Das ist ja bei Kryptowährungen schon alles viel ähnlicher, auch bei ETF-Sparplänen und so weiter. Wie kann man mit diesem Problem umgehen, dass ja doch Finfluencing auch zum Teil einfach verständliches Storytelling braucht, währenddem man Financial Literacy doch stärker braucht, um Zertifikate verstehen und einsetzen zu können? Das war eine unserer Fragestellungen. Wie gehen zum Beispiel Finfluencer mit diesem Thema um, wenn sie das überhaupt tun? Also wir haben auch festgestellt, dass dieses Thema viele Finfluencer gar nicht angreifen. Eben aus dem genannten Grund. Es ist ein komplexes Thema. Das ist ja auch das Problem, dass man hier Komplexität mit Risiko verwechselt. Und glaubt, nur wenn ein Produkt einfacher gestrickt ist, eine Aktie, die man relativ einfach erklären kann, deswegen auch weniger risikobehaftet ist, etc. Aber man kann, und das sieht man auch an ein paar wenigen guten Beispielen, durchaus dieses Thema aufgreifen und es transparent und nachvollziehbar darstellen. Und ja, das Thema erfordert ein bisschen mehr Content und das kann man auch nicht in einem zweiminütigen TikTok-Video erklären. Aber da gibt es eben andere Formate, wie zum Beispiel einen Blog. Zwei Drittel der Finfluencer betreiben Blogs und das ist eine durchaus gute Plattform, wo man dieses Thema aufrollen kann. Oder Podcasts. Also auch hier könnte man dieses Thema ganz gut erklären, auch in Form eines Interviews zum Beispiel. Und hier haben wir eben auch gesehen, dass sich daran durchaus auch die Fachverbände und Emittenten ein Beispiel nehmen können. Gerade den jüngeren Anlegerinnen ist Transparenz wichtig. Sie haben zum Beispiel eben auch die Websites und die von den Fachverbänden zur Verfügung gestellten Informationen mit den Informationen
der Finfluencer verglichen und sind draufgekommen, dass sie dort viel mehr nachlesen können, es viel verständlicher dargelegt ist. Und da tendiert man tendenziell dann natürlich, sich eher auf die Finfluencer zu verlassen. Da ist das Vertrauen auf diese Seite dann stärker. Vor allem das Thema Kosten ist natürlich ein Thema. Also da darf man sich nicht scheuen, auch dieses Thema aufzugreifen. Und dann muss man letztlich auch dazu übergehen, die adäquaten Kanäle, wo man eben die Jüngeren erreicht, konsequent zu bespielen. Social Media, eine sehr, sehr gute Website, die eben zeitgemäß ist, benutzerfreundlich ist, Smartphone-tauglich ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es sind ein paar wenige Hebel. Natürlich ist damit viel Arbeit verbunden. Aber das wären schon einmal die ersten Schritte, die Fachverbände, Emittenten gehen müssten, damit sie hier wichtige Player werden. Ja, für mich ist das Zertifikat oder die Produktindustrie strukturierte, das verbindende Kit eigentlich in deinem persönlichen Portfolio. Und ich schaue jetzt dich an, deinem daneben ein fiktiver Gast, der nicht da ist, hat wieder ein ganz anderes Portfolio, braucht ganz andere Zertifikate. Also es ist so wie beim Trainingsplan für einen Marathon, der wird auch für jede Persönlichkeit, für jeden Menschen, für jeden Körper, für jede Vorleistung, für jede Memory, die man schon hat, anders ausschauen. Ist es da in den Studien, die ihr gemacht habt, ein bisschen zur Überlegung gekommen, dass man erstmals die Asset Allocation auch von jüngeren Leuten, die adressiert werden von den Finfluencern, gesamthaft anspricht? Weil bis jetzt ist meistens ein ETF-Sparplan oder Aktien oder Kryptos, aber nicht das Ganze. Absolut. Also dem geht natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Veranlagungszielen, Motiven, Möglichkeiten, auch natürlich finanziellen Möglichkeiten voraus. Und es gibt auch durchaus gute Beispiele, wo man vielleicht aus anderen Kontexten, wo es die Möglichkeit eines Quizzes gibt, wo man einmal abfragt, was möchtest du erreichen, was ist dein Zeithorizont, was sind deine finanziellen Potenziale etc. Gleichzeitig wäre es natürlich, da ist die Wiener Börse ein gutes Beispiel, auch das Thema Financial Literacy abklopft, damit man eben auch schaut, sind die Personen, die in diese Richtung denken, versiert genug, damit sie sich überhaupt auf dieses Feld begeben. Also man kann da auch tatsächlich mit Quizzes und Gaming es eignet Formaten sich gut für Gamification, eigentlich perfekt, eigentlich kann man da eigentlich sehr viel machen. Ich muss jetzt schmunzeln, ist glaube ich 10-12 Jahre her, da haben wir damals unsere Firma gemeinsam mit dem Rüdiger Rücker von der Wiener Börse die Zertifikateberater Unterlagen als Game aufbereitet gehabt. Wir haben noch einmal ausgraben, da hat sich nicht viel verändert. Das waren gar nicht. 100 Fragen Multiple Choice und sowas zum Teil auch nur reine Yes-No-Fragen und so weiter. Werden wir suchen und finden, hat sich nicht viel verändert. Und ich bastel mir jetzt die avisierte erste Überleitung. Zertifikate Forum Österreich Austria ist wieder mit dem Award in das erste Halbjahr gegangen. Und da gibt es einen vorgelagerten Kongress und da wurde dein Studienlehrgang auch eingeladen, eine Vertreterin, einen Vertreter zu schicken. Und das wurde die liebe Lara Hartmann, über die wir jetzt ein bisschen plaudern. Erzähl mal kurz deine Rolle dabei, wie es zu Lara gekommen ist. Lara ist Studierende bei mir Master Digital Business Communications im vierten Semester und entsprechend demnächst Absolventin dieses Studiengangs. Hat während des Studiums angefangen in der IR vom Flughafen, vom Flughafen AG zu arbeiten, was mich sehr, sehr freut. Ist eben federführend auch in diesem Projekt mit dem Zertifikateforum Austria involviert gewesen. Und hat sich mit dem Thema und mit den Möglichkeiten der Aufbereitung dieses Themas, also Kommunikation, Finanzkommunikation, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und wodurch Lara, und das fanden alle Beteiligten sehr sympathisch, in den ersten Meetings zu diesem Projekt aufgefallen ist, ist ihre grundsätzliche Skepsis. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das hat mir in meinem Job als Controllerin über viele Jahre auch geholfen. Also Interesse, aber durchaus distanzierte Kritik und Skepsis. Und das hat dem Projekt tatsächlich auch sehr, sehr gut getan, weil sie genau diese Rolle einer skeptischen Junganlegerin angenommen hat
und damit eine ganz wichtige Sichtweise hineingebracht hat und sich sehr breit informiert hat. Also sie hat auch zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen eben auch Analysen angestellt, wie die unterschiedlichen Fachverbände dieses Thema aufbereiten, die Emittenten dieses Thema aufbereiten, die Finfluencer. Und dieser Vergleich, der war tatsächlich sehr befruchtend. Und sie scheut auch nicht die Ergebnisse, positiv wie negativ, wirklich sehr grad heraus an die beteiligten Projektmitglieder zu kommunizieren und hat wirklich Mut zu Kritik und zu Ehrlichkeit bewiesen. Genau. Und sie macht das gut, hört man auch vom Flughafen Wien. Ich möchte in den Shownotes zwei Dinge zu Lara Hartmann dann verlinken. Zum einen Roundtable-Zertifikate-Kongress, wo die Lara am Podium war, gemeinsam mit dem Christoph Boschan von der Wiener Börse, dem Fritz Mostböck von der Erste Group und mir. Und weil ich die Einladung gesehen habe, sage ich, Mosbö kenne ich, Boschan kenne ich, Lara Hartmann kenne ich nicht, lade ich mir zum Podcast ein, haben wir auch im Vorfeld einen Podcast gemacht, als sie ganz neu beim Flughafen Wien war. Und beides werde ich verlinken. So, das war's für dieses Mal und nächstes Mal geht's dann Heike Abter weiter. Die EUSIPA-Präsidentin hat mit meinen deutschen Kollegen gesprochen, in Kürze live auf Audio-CD.at.